Hallo ihr Lieben, in meinem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr diesen einfachen und tollen Traumfänger häkeln könnt. Letzte Woche habe ich euch ja gezeigt, wie ihr diese Federn häkeln könnt und heute zeige ich euch, wie ihr den oberen Teil des Traumfängers häkeln könnt. Es ist wirklich ganz, ganz einfach, auch toll für Anfänger geeignet. Auch das Befestigen am Ring ist wirklich einfach. Ihr könntet natürlich anstatt den Federn noch Bändchen hinhängen, aber meine Tochter hat sich das unbedingt so gewünscht und deshalb habe ich das jetzt so gehäkelt. Und wie genau das Ganze funktioniert und was wir benötigen, zeige ich euch jetzt. Ich häkel heute mit einer 4 mm Häkelnadel. Ihr benötigt auch eine Schere, eine Nadel, um die Fäden zu vernähen. Einen Ring, den gibt es in verschiedenen Größen. Ich habe jetzt einen von Rico Design und zwar ist das ein 15 cm Ring. Ihr benötigt auch Wolle. Ich benötige heute wieder die Catania Wolle, die gleiche Wolle, die ich auch für die Federn benutzt habe. Ihr könnt natürlich jede Wolle nehmen, die ihr möchtet, aber ich würde euch auf jeden Fall eine Baumwolle empfehlen. Und dann fangen wir mal an. Wir beginnen mit einem magischen Ring. Dazu habe ich auch ein separates Video, falls ihr euch das mal anschauen möchtet. Das wird euch gleich hier oben angezeigt. Wenn wir jetzt den magischen Ring haben, häkeln wir drei Luftmaschen. 1, 2 und 3. Wir ziehen den magischen Ring nur ein wenig zu und häkeln jetzt 15 Stäbchen in den magischen Ring hinein. Die drei Luftmaschen zählen als erstes Stäbchen, also haben wir insgesamt 16 Stück. Ihr nehmt einen Umschlag, geht in den Ring hinein, holt euch den Faden, zieht hoch, holt euch den Faden, geht durch die ersten beiden Schlaufen durch und durch die nächsten beiden Schlaufen durch. Wir haben jetzt hier insgesamt 2 Stück, also häkeln wir noch 14 Stück. Insgesamt brauchen wir 16. Also häkelt ihr jetzt einfach Stäbchen in den magischen Ring, bis ihr insgesamt 16 Stäbchen fertig habt. Wenn ihr eure 16 Stäbchen gehäkelt habt, ziehen wir den magischen Ring jetzt zu. Und wir beenden die Runde in diese dritte Luftmasche, die wir ganz am Anfang gehäkelt haben. Also ihr geht jetzt hier oben in diese dritte Luftmasche einfach hinein, holt euch den Faden, zieht durch und häkelt eine Kettmasche. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Für die zweite Runde häkeln wir jetzt 4 Luftmaschen, also 3 und 4. Wir nehmen Umschlag, wir gehen in diese nächste Masche hinein und häkeln ein Stäbchen. Dann wieder eine Luftmasche, gehen in die nächste Masche, häkeln ein Stäbchen und dann wieder eine Luftmasche. Und das macht ihr jetzt drumherum. Also nehmt einen Umschlag, geht in die nächste Masche, häkelt ein Stäbchen und eine Luftmasche. Umschlag in die nächste Masche, auch wieder ein Stäbchen und eine Luftmasche. Und das macht ihr jetzt in jede Masche, bis ihr dann am Ende der Runde angekommen seid. Ich bin jetzt hier in meiner letzten Masche angekommen. Auch jetzt häkeln wir wieder eine Luftmasche dazwischen und schließen das Ganze wieder in dieser dritten Luftmasche. Also wir gehen in diese dritte Luftmasche hinein und häkeln eine Kettmasche. Und so sieht das jetzt nach der zweiten Runde aus. In der 3 häkeln wir ganz am Anfang 5 Luftmaschen. Also 5 Luftmaschen. Wir gehen jetzt in dieses nächste Stäbchen hier oben in die Masche hinein. Also wir nehmen Umschlag, gehen hier ist unser nächstes Stäbchen, dort in die Masche oben hinein, häkeln ein Stäbchen und jetzt 2 Luftmaschen. Also genauso wie in der Vorrunde, nur dass wir jetzt 2 Luftmaschen dazwischen häkeln. Also nehmt ihr einen Umschlag,
Hier ist das nächste Stäbchen, hier oben in die Masche geht ihr rein und häkelt wieder ein Stäbchen und zwei Duftmaschen. Ihr geht in das nächste Stäbchen, hier oben in die Masche hinein, häkelt ein Stäbchen und zwei Duftmaschen. Und das wird jetzt einfach nur wiederholt. In das nächste Stäbchen, hier oben in die Masche, häkelt ihr ein Stäbchen und zwei Duftmaschen. Und das wiederholt ihr jetzt drumherum, bis ihr in eurer letzten Masche angekommen seid. Also Stäbchen und zwei Duftmaschen dazwischen. Ich bin jetzt in meinem letzten Stäbchen angekommen. Auch hier häkeln wir zwei Duftmaschen dazwischen und schließen diese Runde auch wieder in diese dritte Duftmasche mit einer Kettmasche. Und so sieht das jetzt nach der dritten Runde aus. Das Ganze rollt sich jetzt ein bisschen, aber ihr werdet sehen, wenn wir jetzt die nächsten paar Runden häkeln, legt sich das Ganze automatisch. Für Runde 4 benötigen wir jetzt hier diese Zwischenräume, die durch diese zwei Duftmaschen der Vorrunde entstanden sind. Was wir jetzt machen, wir gehen jetzt einfach mit der Nadel in diesen ersten Zwischenraum und häkeln eine Kettmasche und somit befinden wir uns in dem Zwischenraum. Wir häkeln jetzt drei Duftmaschen. Diese drei Duftmaschen zählen als erstes Stäbchen. Und in diese Zwischenräume werden immer vier Stäbchen gehäkelt. Also zählen diese drei Duftmaschen als erstes Stäbchen und wir häkeln jetzt noch drei weitere Stäbchen in den gleichen Zwischenraum. Also eins, zwei und drei. Also haben wir mit den drei Duftmaschen insgesamt vier Stäbchen. In den nächsten Zwischenraum gehen wir jetzt einfach hinein und häkeln vier Stäbchen. Also zwei, drei und vier. Wir gehen in den nächsten Zwischenraum und auch dort häkeln wir vier Stäbchen. Also eins, zwei, drei und vier. Den nächsten Zwischenraum auch wieder vier Stäbchen. Zwei, drei und vier. Und das wird jetzt einfach nur die ganze Runde wiederholt. Vier Stäbchen in jeden Zwischenraum. Ich bin jetzt hier am Ende der vierten Runde angekommen. Wir beenden das Ganze wieder in unserer dritten Duftmasche, die wir ganz am Anfang gehäkelt haben, mit einer Kettmasche. Und wenn ihr das Ganze jetzt hinlegt, seht ihr, es ist jetzt wieder schön gerade. Und weiter geht's mit der fünften Reihe. Für die Runde 5 häkeln wir jetzt 6 Duftmaschen, also 1, 2, 3, 4, 5 und 6. In diese gleiche Masche, also hier jetzt hinein, nehmen wir einen Umschlag und häkeln ein Stäbchen. Also wir gehen jetzt in die gleiche Masche hier hinein und häkeln ein Stäbchen. So müsste das jetzt bei euch aussehen. Wir überspringen die nächsten drei Stäbchen und gehen in diesen Zwischenraum. Jetzt nehmen wir einen Umschlag, überspringen, wie gesagt, hier ist unsere drei Duftmaschen. Dort in die Masche haben wir jetzt hineingehäkelt. Wir überspringen die drei Duftmaschen, gehen in diesen Zwischenraum hinein und häkeln jetzt hier ein Stäbchen, zwei Duftmaschen und in den gleichen Zwischenraum wieder ein Stäbchen. Wir überspringen die nächsten vier Stäbchen, gehen dann in diesen Zwischenraum hier hinein. Also überspringen vier Stäbchen, nehmen Umschlag, gehen in den Zwischenraum hinein, häkeln ein Stäbchen, zwei Duftmaschen und noch ein Stäbchen in den gleichen Zwischenraum.
Und das wird jetzt einfach nur wiederholt. Wir überspringen die nächsten vier Stäbchen, nehmen Umschlag, gehen in den Zwischenraum und häkeln ein Stäbchen, zwei Luftmaschen und ein Stäbchen. Ich zeige es euch nochmal. Also wir überspringen die nächsten vier Stäbchen in den Zwischenraum, häkeln wir ein Stäbchen, zwei Luftmaschen und ein Stäbchen. Und das wird jetzt die ganze Runde wiederholt. Es entsteht dieses kleine V-Muster. Und das ist jetzt, was wir in der fünften Runde häkeln. Stäbchen, zwei Luftmaschen und Stäbchen. Und dann sehen wir uns am Ende dieser Runde wieder. Ich bin jetzt hier in meinem letzten Zwischenraum angekommen. Wir verbinden das Ganze jetzt wieder in dieser dritten Luftmasche, die wir ganz am Anfang gehäkelt haben. Dort gehen wir hinein und häkeln eine Kettmasche. Und so sieht das jetzt aus. Jetzt häkeln wir noch die letzte Runde und dann können wir das Ganze an unserem Ring befestigen. Für Runde 6 gehen wir jetzt mit der Nadel in diesen ersten Zwischenraum hinein und häkeln eine Kettmasche. Somit befinden wir uns direkt in dem Zwischenraum. Wir häkeln 3 Luftmaschen. Dieses zählt als erstes Stäbchen und insgesamt brauchen wir jetzt erstmal 3. Also ist das jetzt unser erstes. Wir nehmen Umschlag, gehen in den gleichen Zwischenraum und häkeln 2 weitere Stäbchen. Jetzt häkeln wir 3 Luftmaschen und in den gleichen Zwischenraum hier wieder hinein häkeln wir 3 weitere Stäbchen. Also haben wir 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen, alles in dem gleichen Zwischenraum. So sieht das dann aus. Wir gehen in das nächste V, also hier hinein, nehmen Umschlag, häkeln 3 Stäbchen, drei Luftmaschen und in den gleichen Zwischenraum wieder 3 Stäbchen. Also 1, 2 und 3. Und das wird jetzt einfach nur die ganze Zeit wiederholt. Ich häkel das nochmal mit euch mit in dieses nächste V hier hinein. Nehmen wir einen Umschlag, gehen hinein und häkeln 3 Stäbchen. 3 Luftmaschen. Und in den gleichen Zwischenraum wieder 3 Stäbchen, also 1, 2 und 3. Und das wiederholt ihr jetzt drumherum und dann sehen wir uns am Ende dieser Runde wieder. Ich bin jetzt hier am Ende angekommen. Wir schließen das Ganze wieder in dieser dritten Luftmasche mit einer Kettmasche. Wir häkeln eine Luftmasche, ziehen das Ganze fest. Lassen jetzt ein bisschen längeren Faden, weil mit dem werden wir das Ganze jetzt am Ring befestigen. Holt euch eure Nadel, zieht diese durch und zieht das Ganze fest. Wir nehmen jetzt unsere Vernähnadel, fädeln das Ganze ein und wir werden das Ganze hier befestigen an diesen 3 Luftmaschen, die wir jetzt gehäkelt haben. Wie ihr seht, bin ich jetzt 2 Maschen davor, also gehe ich jetzt einfach mit der Nadel in die nächste Masche rein, ziehe durch und komme jetzt wieder in dem Zwischenraum einfach raus. Und jetzt holen wir uns unseren Ring und fangen an, das Ganze zu befestigen. Ich lege mir das jetzt hier in die Mitte, hole mir meine Vernähnadel. Gehe mit der Vernähnadel jetzt einfach drumherum. Also ihr seht, ich gehe jetzt einfach drumherum und somit entsteht eine Schlaufe.
Wir gehen jetzt in diesen nächsten Zwischenraum, wo unsere drei Luftmaschen sind, mit der Nadel rein und wieder drum herum. Momentan sieht das noch ein bisschen komisch aus, aber wenn ihr das dann drum herum gemacht habt, bekommt das Ganze eine schöne Form. Also jetzt wieder von oben in diese drei Luftmaschen rein, unten durch und durchziehen. Wieder von oben in diese drei Luftmaschen, in diesen Zwischenraum rein und durchziehen. Und das macht ihr jetzt drum herum. Und dann zeige ich euch gleich, wie das aussieht. Ich bin jetzt hier circa bei der Hälfte angekommen. Zieht das Ganze immer schön fest, dass diese Zacken sich hier am Rand des Rings befinden. Also immer wieder schön zuziehen. Ihr seht, wir haben hier, jetzt sieht es aussehen, als würde das nicht passen, aber das wird passen, weil sich das Ganze jetzt lang zieht. Also wieder von oben in den Zwischenraum, von unten wieder durch und festziehen. Dann wieder von oben nach unten durch den Ring und festziehen. Und somit spannt sich das Ganze. Und jetzt wieder auch hier von oben nach unten durchziehen und schön stramm ziehen. Ich bin jetzt hier in meinem ersten Zwischenraum wieder angekommen. Wir ziehen das Ganze fest. Ich gehe jetzt nochmal mit der Nadel hier durch diesen letzten Zwischenraum durch und lasse hier eine Schlaufe. Gehe dann mit der Nadel durch. Und ziehe das Ganze jetzt einfach fest. Und somit ist das jetzt gesichert. Jetzt könnt ihr das Ganze hier ein bisschen verschieben, wie ihr das halt möchtet, dass die Zacken schön ordentlich aussehen. Vor allem hier unten gehe ich dann nochmal durch und ziehe das Ganze einfach nur stramm. Dadurch, dass wir das jetzt mit so einem leichten Knoten gesichert haben, können wir jetzt hier den Faden einfach vernähen. Also ich gehe dann jetzt wieder durch ein paar Maschen durch und ziehe fest. Jetzt gehe ich einfach durch die Maschen, wo ich halt kann, nochmal hindurch, nochmal zurück. Nochmal in die entgegengesetzte Richtung. Und jetzt lasse ich wieder eine kleine Schlaufe, gehe da durch, ziehe das fest und somit entsteht ein Knoten. Dann, somit sichern wir es doppelt. Einfach jetzt wieder den Faden vernähen. Schaut einfach nur, dass die halt hier hinten vernäht sind, nicht dass ihr dann vorne durchkommt. Gehe hier nochmal durch. Und jetzt können wir den Faden abschneiden. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt könnt ihr ihn dekorieren, sei es mit Federn, mit Bändchen, da gibt es ganz, ganz viele Optionen. Meine Tochter wollte unbedingt welche mit meinen gehäkelten Federn haben. Die hat sich dann jetzt auch so verschiedene Perlen ausgesucht. Und die Fädel, also ich habe jetzt einfach ein Stück Wolle geholt, in die Hälfte gefaltet, durch den Stiel von der Feder durchgezogen und jetzt hole ich mir einfach Perlen und fädel diese durch. Ihr könnt natürlich auch Bändchen befestigen, aber sie wollte unbedingt die Perlen haben. Dann machen wir das auch. Und wie gesagt, da werde ich jetzt einfach nur ein paar durchfädeln, so 3, 4 Stück. Und jetzt können wir das hier befestigen. Ihr müsst jetzt einfach nur schauen, wie lange ihr das ungefähr haben möchtet. Sei es so. Und dann können wir das jetzt an dem Ring noch befestigen. Ich nehme mir jetzt einen Faden von den 2, die wir halt haben, um das Ganze zu befestigen. Gehe mit der Nadel jetzt durch.
kann das natürlich auch mit den Fingern machen. Und dann werde ich jetzt zum Beispiel hier diesen Zwischenraum mir aussuchen. Gehe durch. Schau, wie lange ich das ungefähr haben möchte. Und jetzt kann ich das verknoten. Also jetzt habe ich die Länge, die ich hier brauche. Ungefähr so lang. Und jetzt verknote ich das Ganze und schneide den Faden dann ab. Also immer mal wieder kontrollieren und verknoten. Schön festziehen. Jetzt befindet sich der Knoten auf der Rückseite. Ich mache zur Sicherheit noch mal einen dritten drauf. Und dann können wir das abschneiden. Einfach hier jetzt den Faden abschneiden. Und somit ist die erste Feder befestigt. Und jetzt suche ich mir noch zwei aus. Ich denke mal, ich werde alle drei aufhängen. Und dann zeige ich euch gleich, wie er fertig aussieht. Die Federn sind jetzt befestigt. Ich werde mir jetzt nur noch eine Schlaufe machen, um das halt aufhängen zu können. Da gehe ich halt, hier ist, wo ich die Feder befestigt habe. Dann gehe ich mittig einfach hoch, ziehe jetzt mir wieder den Faden durch. Und auch dort werde ich, denke ich, noch Perlen befestigen. Also habe ich jetzt hier die zwei Fäden. Gehe jetzt wieder durch, damit ich die Perlen befestigen kann. Und dann gehen wir jetzt durch, befestigen die Perle. Ihr könnt das natürlich auch ohne Perlen machen, das liegt ganz an euch. Und nochmal, ich denke mal, ich werde jetzt insgesamt drei befestigen. Tut mir leid, mir ist eine runtergefallen. Und drei. Jetzt mache ich hier oben einfach nur einen Knoten und dann können wir das an der Wand oder wo auch immer ihr das möchtet aufhängen. Also einfach nur einen Knoten ziehen, festziehen, Faden abschneiden und wir sind fertig. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß mit mir, diesen süßen und einfachen Traumfänger zu häkeln. Ich freue mich natürlich wieder riesig über eure Fotos, über eure Traumfänger. Habt einen ganz tollen Tag und vor allem ganz viel Spaß beim Häkeln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.